Video auf Sam's Super Channel. Ich bin's, euer Sam. Und ihr seht schon im Titel, heute gibt's die nächste Teamanalyse auf meinem Kanal, und zwar in Bezug auf die EM 2024. Ich habe mir gestern das Spiel von Frankreich gegen Polen angeschaut und da muss ich sagen, ja, Frankreich ein bisschen am Wackeln. Und zwar kamen sie da nur zu einem 1-1 Unentschieden gegen die Polen, die ja schon ausgeschieden waren. Klar, Frankreich steht jetzt souverän im Achtelfinale der EM, aber nur als Gruppenzweiter, womit niemand so wirklich gerechnet hat. Frankreich am Ende der Tabelle, beziehungsweise am Ende der Gruppenphase, mit gerade mal 5 Punkten aus 3 Spielen. Das ist schon sehr, sehr schwach. Natürlich sind sie ungeschlagen, haben kein Spiel verloren, haben wenige Gegentore kassiert, aber sie haben halt auch wenig Tore geschossen. Mit dieser Qualität im Kader hätte man auf jeden Fall mehr erwartet. Und jetzt im Achtelfinale werden natürlich bessere Teams auf die Franzosen treffen. Ich weiß noch nicht, wer im Achtelfinale gegen die Franzosen spielt. Da, wenn ihr das Video seht, dann wisst ihr schon mehr. Von daher ist das so eine kleine Taktikanalyse zu Frankreich. Ich habe mir das Spiel angeguckt, hab die Franzosen so ein bisschen analysiert und zeige euch heute, wie Frankreich spielt. Von daher denke ich, starten wir mit dem Video. Von daher starten wir jetzt mit der Aufstellung, und zwar seht ihr die einmal eingeblendet. Und zwar haben wir da im Tor in den meisten Fällen Mike Maignan, der Torwart vom AC Mailand, hat den ersten Elfmeter von Robert Lewandowski gehalten. Der wird ja dann wiederholt, kommen wir vielleicht auch später noch zu. Rechtsverteidiger Jules Koundé, der meiner Meinung nach bis jetzt ein relativ solides Turnier spielt, wenig Impact nach vorne, würde ich sagen. Also er ist nicht so der klassische Verteidiger, wenn es um die Offensive geht. Er ist eher so einer, der defensiv stabil steht. Dann in der Innenverteidigung mit Upamecano und Saliba, die bis jetzt sehr stabil stehen. Wenig Gegentore kassiert. Das, was sie verteidigen konnten, haben sie wegverteidigt. Aber ich denke mal, wenn stärkere Angreifer auf die zukommen, wird es vielleicht an der einen oder anderen Stelle wackelig werden. Links haben wir Theo Hernandez, der ein sehr starkes Spiel gegen die Polen gemacht hat, hätte fast ein Tor geschossen und war an sehr vielen Offensivaktionen beteiligt. Im Mittelfeld hatten wir dann 4-3-3 mit Tchouaméni, der sehr stark gespielt hat. Meiner Meinung nach hat das Mittelfeld aufgeräumt. Als er ausgewechselt wurde, wurde das Spiel so ein bisschen faselig von den Franzosen. Und hat zwar den Elfmeter rausgeholt, aber sonst auch nicht wirklich nach vorne zeigen können. Dembélé hat seine Qualität, aber bis jetzt hat er sie noch nicht wirklich zeigen können. Links Barcola, der hat mir sehr gut gefallen, hatte sehr viele Offensivaktionen, viele Läufe nach hinten und vorne gemacht. Und den sollte man auf jeden Fall weiter im Blick behalten. Und vorne Mbappé hat den Elfmeter verwandelt, hatte ein, zwei Abschlüsse, mehr aber auch nicht. Aber klar, man weiß um die Qualität von Mbappé. Starten wir erstmal mit der Defensive von Frankreich. Und zwar steht die meistens tief und versucht dann auf Konter zu spielen. Wie schon in den letzten Jahren hat Frankreich eine stabile Defensive. Sie versuchen nicht irgendwie hoch den Gegner anzulaufen, was auch teils mal vorkommt. Aber sie versuchen wirklich mit möglichst vielen Spielern in die gegnerische Hälfte, in die eigene Hälfte zu gehen und da kompakt zu stehen. Meistens in einem 4-4-2 oder 4-2-3-1. Gegen die Polen war es ein 4-4-2 mit, heißt, Viererkette, Vierer Mittelfeld und zwei Stürmern. In dem Fall war es, ich glaube, Dembélé und Mbappé oder Barcola und Mbappé, auf jeden Fall zwei Offensivspieler, die dann die Mittelfeldspieler der Polen versucht haben anzulaufen und die Pässe in die Mitte, in die Zentrale versucht haben abzufangen bzw. halt zuzustellen. Die französischen Mittelfeldspieler stehen eher tief, versuchen kompakt die Mitte zuzumachen, und die Flügelspieler Barcola und Dembélé versuchen halt die
Außenverteidiger Hernandez und Koundé zu unterstützen und da eben zu doppeln und den Gegner nicht über die Außen durchzulassen. Das hat in der ersten Hälfte sehr, sehr gut geklappt. Die Polen hatten, soweit ich mich erinnere, in der ersten Halbzeit keine einzige Torchance. Also das hat Frankreich schon sehr, sehr souverän verteidigt, wegverteidigt. Und ich glaube, in der zweiten Halbzeit, außer den Elfmeter, hatte Frankreich auch nichts zugelassen. Und sie haben auch bei der bisherigen EM keine Chancen zugelassen. Zu der Defensive seht ihr jetzt einmal ein paar Bilder eingeblendet. Noch über die Offensive von Frankreich und da muss ich sagen, bin ich bis jetzt sehr enttäuscht. Man hat nämlich gerade mal, ich glaube, 3 Tore oder 2 Tore sogar nur bis jetzt bei diesem Turnier geschossen und das mit dieser Qualität ist sehr, sehr wenig. Man hat 2 Tore bei dieser EM geschossen und somit weniger als Polen sogar. Oh, das ist krass, das sehe ich jetzt gerade mal. Weniger als Polen, weniger als Österreich und weniger als Niederlande. Ist trotzdem weitergekommen als Gruppenzweiter. Das nennt man Effektivität. Aber mit der Qualität muss man deutlich mehr Tore schießen. Gerade in dem Achtelfinale, Viertelfinale, wenn es dann auf stärkere Gegner geht, sollte man sich da auf jeden Fall besser anstellen. Die Offensive, habe ich ja gerade schon erklärt, versucht zu kontern. Also man versucht wirklich bei jeder Chance den Gegner auszukontern. So ist, glaube ich, auch der Elfmeter entstanden. So sind auch ein paar gute Torchancen der Franzosen entstanden. Ich erinnere mich an eine Kontersituation, die man nicht super gut ausgespielt hat, wo Kanté, Mbappé und Dembélé waren es, glaube ich, zu dritt auf das polnische Tor zu laufen, wo Kanté den Ball rechts rüberlegt auf Dembélé, meiner Meinung nach ein Ticken zu unkontrolliert, wo Dembélé dann direkt abschließen muss vorm polnischen Torwart. Der Abschluss geht aber nicht rein und die große Chance haben sie, ja, meiner Meinung nach leichtsinnig vergeben. Jetzt spielen sie gegen den zweiten aus Gruppe E. Da sollten sie, ja, sollte nicht schief gehen, weiterkommen. Es sind Rumänien, Belgien, Slowakei oder die Ukraine. Das heißt, machbare Gegner für die Franzosen, wenn man ehrlich ist. Der Elfmeter kam auch durch einen Konter, auch durch eine Einzelaktion, wo Dembélé sich auf dem Flügel durchsetzen konnte und dann gefoult wurde im Strafraum. Dembélé, wie gesagt, hatte viele gute Aktionen, aber eben, ja, der gesamte Frankreich-Kader keine zwingenden Großchancen. Es gab mal ein paar gute Aktionen, zum Beispiel hatte Theo Hernandez einen guten Abschluss, der vom polnischen Torwart aber gut gehalten wurde. Und sonst hatte Frankreich wirklich keine großen Chancen. Auch gegen die Niederlande gab es kaum Chancen. Und gegen Österreich hat man halt mit 1:0 gewonnen. Von daher, was erwarte ich von Frankreich bei dem Turnier? Dass sie sich auf jeden Fall in den nächsten Spielen mehr Chancen herausspielen. Nochmal vielleicht einen Tick offensiver spielen. Und so dann auch mehr Tore schießen. Dass sie die Qualität haben, wissen wir. Und zum Abschluss sprechen wir nochmal über ein paar wichtige Spieler im Kader, beziehungsweise generell so ein bisschen über die Taktik und den Trainer von
Frankreich. Und zwar muss ich sagen, dass Frankreich mich schon seit Jahren eigentlich sehr enttäuscht, was den Spielstil angeht, was die Qualität angeht. Wissen wir, dass sie super Spieler haben. Griezmann, Mbappé, Giroud, Kamavinga, Tchouameni, Saliba, Upamecano, die letzten Jahre Spieler wie Pogba oder Kanté waren immer krass und Frankreich wird auch in Zukunft weiterhin krasse Spieler haben. Deswegen finde ich es ein bisschen schade, dass man so defensiv und so, ja, ich sag mal, unattraktiven Fußball einfach spielt. Man könnte richtig coolen Ballbesitz oder attraktiven Konterfußball spielen mit Pressing, Gegenpressing. Das macht Frankreich überhaupt nicht. Die ziehen sich zurück in die eigene Hälfte, sichern das eigene Mittelfeld und die eigene Verteidigung ab, was natürlich nichts dagegen spricht. Ich meine, nicht umsonst gibt es den Spruch, der Angriff gewinnt Spiele, die Verteidigung gewinnt Meisterschaften und in dem Fall eben die EM. Aber es ist trotzdem sehr schwer anzuschauen, wie zum Beispiel auch England spielt. Das ist sehr unattraktiv und sehr uninspirierend. Von daher, ja, das zum Abschluss sehr, sehr schade. Die wichtigen Spieler kennt ihr, glaube ich, alle. Kylian Mbappé kann die Franzosen im Alleingang, wenn es sein muss, zum Titel schießen. Griezmann kann auch noch eine wichtige Rolle spielen und solche Leute wie Giroud oder Dembélé haben natürlich auch ihre Qualität. Von daher war das die Analyse, die Taktikanalyse zu Frankreich. Wenn euch vielleicht noch irgendwas aufgefallen ist, könnt ihr das gerne unten in die Kommentare schreiben. Außerdem Mannschaften, die ihr noch bei dieser EM sehen wollt, welches Team soll ich noch analysieren, schreibt doch das gerne unten in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen hoch freuen. Abonniert den Kanal auch gerne für weitere Videos, auch das würde mich sehr freuen. Das war's von mir, ich bin raus, bis zum nächsten Mal, euer Sam.